Shalom, shalom. Wir haben wieder herrlichstes Wetter heute und wir freuen uns sehr, dass wir hören, dass auch bei euch schon der Frühling seine Frühlingsboten zeigt und es zu blühen beginnt und ihr herrliches Wetter habt. Ja, ich möchte jetzt noch den letzten Punkt zu einem Leben, das wirklich sich entfalten kann, euch offenbaren. Und das Letzte ist, wir müssen dankbar und positiv sein. Ihr Lieben, Dankbarkeit ist eine Kraft, es ist eine Herzenseinstellung, ein Lebensstil. Dankbarkeit kann gelernt werden. Man wird nicht unbedingt mit dieser Gabe geboren, denn wir sind ja mit einer anderen Natur geboren, nicht mit der göttlichen Natur. Aber es ist sehr wichtig und das Wort Gottes fordert uns heraus, Gott in allem zu loben und ihm die Ehre zu geben. Und da habe ich folgenden Slogan: Danken schützt vor Wanken. Was immer auch geschehe, seid dankbar, denn das ist der Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Das ist in 1. Thessaloniker 5,18. Du wirst ein dankbares Herz bekommen, wenn du dich immer wieder an die guten Dinge erinnerst, die der Herr schon in deinem Leben getan hat. Und wofür du dankbar bist, das wird sich multiplizieren, da fließt Segen. Im 5. Mose 8, 10 bis 14 und 17 bis 18 lesen wir: Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denkt nur nicht, ihr wäret aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass der Herr, euer Gott, ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Ihr Lieben, Dankbarkeit bringt uns permanent in die Gegenwart Gottes, und zwar unabhängig von den Umständen. Dankbarkeit soll einfach ein neuer Lebensstil sein. Im Psalm 100 lesen wir: Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobet ihn mit Liedern, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank. Tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Dankbarkeit ist wie ein Magnet. Denn dankbare Menschen sind zufrieden, sind freudig. Sie konzentrieren sich auf den Segen, das Leben. Gleichzeitig heißt das nicht, dass sie immer frei von Stress, Leid und Schwierigkeiten werden. Gerade deshalb wirkt ihre Lebenseinstellung aber so positiv für andere. Was kann uns dabei helfen, dankbar zu werden und zu bleiben? Erstens, verzichtet auf schlechtes Gerede. Erkenne, dass Undankbarkeit eine Sünde ist und den Heiligen Geist betrübt. Was wir reden, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Das ist in Epheser 4, 29. Und wir sollen diese Sünde der Undankbarkeit bekennen und um göttliche Überführung glauben, dass Gott da seinen Ausweg an jeder Not hat. Darum sollen wir beten. Also erstens, erkenne die Undankbarkeit und bekenne sie als Sünde. Zweitens, hör auf, über Dinge zu reden, die nicht auferbauend sind. Im Philipperbrief heißt es: Schweig lieber, als Negatives von dir zu geben. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich glaube, da müssen einige Journalisten noch schwer Buße tun. Aber auch wir sind gefordert, uns an dem auszurichten, was auferbauend ist, was angenehm ist. Dann drittens, konzentriere dich auf die Segnungen, die so offenbar sind in deinem Leben. Gott hat jedem seiner Kinder unendlich viel geschenkt. Wenn du denkst, dass es in deinem Leben nur Schlechtes gibt, dann glaubst du einer Lüge des Teufels.
im Psalm 23,5, du überschüttest mich mit Segen. Und im Sprüche 10,6, der Gottesfürchtige wird mit Segen überhäuft. Dann entscheide dich zu glauben, dass Gott denen, die ihm vertrauen und ihn lieben, alles zum Besten dienen wird. In Römer 8, 28 und 29 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Ich habe mir angewöhnt, ob ich es verstehe oder nicht, mag oder nicht, Gott einfach für alles zu danken. Und dann sage ich immer wieder, Herr, verstehen du es nicht, mögen auch nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, aber du hast es zugelassen und ich sage jetzt einmal Danke. Wirklich ohne Gefühle. Ich tue nur im Gehorsam danken. Und dann sage ich, Herr, und jetzt wird es sehr spannend, wie du aus dieser Situation noch was Gutes machst. Aber du hast dich dazu verpflichtet in deinem Wort. Und ich werde es erleben, denn du hältst dein Wort. Dann fünftens, zieh dich von undankbaren und streitsüchtigen Menschen zurück. Im Römer 16, 19, ich möchte, dass ihr das Gute klar erkennt und euch von allem Bösen fernhaltet. Undankbare Menschen beeinflussen dich negativ. Sie schaffen eine Atmosphäre der Entmutigung. Deine Motivation wird gehemmt, du verlierst Energie. Was dich bisher mit Freude erfüllt hat, erscheint plötzlich als unmöglich. Sie zerstören die Träume Gottes in dir und für dich. Wenn möglich, weiche solchen Menschen aus. David hatte so ein Problem mit Saul, das lesen wir im 1. Samuel 18, 10 bis 11. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann aus der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David, in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Was sind die Auswirkungen von Undankbarkeit? Undankbarkeit macht uns blind für die Segnungen Gottes. Du wirst kritisch, zynisch und suchst überall das Haar in der Suppe. Doch Gottes Ziel ist es, dich in seiner Ruhe und Gegenwart zu führen, damit du seine Güte erkennst und dankbar wirst. Deshalb ist Verlust manchmal die beste Heilung für Undankbarkeit. Jetzt in dieser Zeit, ihr Lieben, wo wir einfach uns entscheiden müssen, für alles zu danken, wurde mir auch bewusst, dass ich für eine Situation noch nie gedankt habe. Am Gebetsberg, wo wir unser ein wunderschönes zweites Headquarter haben, da habe ich auch viele Affen. Die Affen sind unverschämt, die fressen alles, was gut ist. Alle Mangos, alle Papaya, graben mir auch die Süßkartoffel aus. Ihr Lieben, ich habe die Affen gehasst. Und Gott hat mir gesagt, ich soll ihm jetzt danken, denn ich habe gebetet und gesagt, lieber Gott, was mögen die Affen nicht? Was würden sie mir nicht fressen? Und dann hat er gesagt, Zitronen. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Zitronenbäume gepflanzt. Und ihr Lieben, keine einzige Zitrone wird denn von Affen gefressen. Und jetzt haben wir massenhaft Zitronen in dieser Zeit, wo Zitronen so wichtig sind in unserem Werk. Ich habe Gott gelobt und gepriesen für diese Affen. Sie sind nett zum Anschauen, aber frech, also freche Biester. Ja. Also, Danken, ihr Lieben, schützt vor Wanken. Und Danken ist auch der sichere Beweis, dass wir Gott glauben und dass wir das, was er uns gibt, annehmen. Wir kennen ja die Geschichte von den 10 Leprakranken, die Jesus heilte. Lukas 17, 11 bis 19 lesen wir davon. Nur einer kam zurück, um ihm zu danken. Und ihr Lieben, ich glaube, das war der Einzige, der für immer geheilt war. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen wieder zurückgefallen sind in ihre Krankheit. Wir sollen nicht nur für das Gute, sondern auch für alles danken. Im Epheser 5, 19 bis 20, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und danken ist eine Entscheidung, ihr Lieben, ist nicht eine Gefühlssache, sondern eine Entscheidung. Aber wenn wir uns entscheiden, dann werden die Gefühle auch nachfolgen. Ja, vor vielen Jahren hat es mir dann sehr geholfen, aus meiner Undankbarkeit herauszukommen.
als ich Gott, meinem lieben Vater im Himmel, einen sehr langen Brief geschrieben habe und ihm für alles gedankt habe, was mir eingefallen ist. Und zwar für das, was ich als gut empfunden habe, aber auch für alles andere. Alle Verluste, alles Versagen, alle Entbehrungen, alle unerfüllten Wünsche, alle Enttäuschungen, auch für meine Feinde und für alle Ablehnung. Und da möchte ich heute dich ermutigen, Gott so einen Brief zu schreiben, dass du für alles dankst, ganz gleich, ob es gut war oder nicht, oder in deiner Wahrnehmung nicht so gut, noch. Gott wird dir zeigen, wie er das zum Besten zusammenwirken lässt. Und dann wirst du erleben, wie sich alle Knoten und Spannungen in deinem Herzen lösen und neues Vertrauen entsteht. Ihr Lieben, ich habe da vor Jahren von jemandem einen wunderschönen Korb bekommen. Das ist mein Gebetskorb. Und in diesen Korb werfe ich alle meine Sorgen, alle meine Bedenken, alle meine Wünsche, alle meine Erwartungen. Und in diesem Korb steht auch ein Zettel und da steht: Ich bin es, Gott. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern, aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuch erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die EDJE-Box. Das heißt, etwas, das Jesus erledigt-Box. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es wieder herauszuholen. Jedes Festhalten und jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme bitte dennoch im Gebet zuerst zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Ihr Lieben, das wird dich so freisetzen und alle Lasten von deinen Schultern nehmen, wenn du alles auf Gott wirfst, wenn du ihm alles anvertraust. Und es heißt dann noch: Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst, mit deinem Gebet erreichst du mich jederzeit. Dein dich liebender Vater. Ich bitte dich, dass du diesen Brief heute noch schreibst. Setz dich hin, auch wenn du dann weinen musst, weil vieles dir ja noch wehtut. Besonders Verluste, Enttäuschungen, wo du verraten wurdest, wo du nicht ernst genommen wurdest, wo deine Liebe missbraucht wurde. Danke Gott für alles. Und er wird dein Herz heilen und er wird auch alle Situationen noch zu einem Besten zusammenführen. Denn das hat er versprochen. Wenn wir alle Sorgen auf ihn werfen, wird er sich um uns sorgen. Shalom, Shalom.